Neandertaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Business, Beziehungen und Sex. Viel Spaß! Neandertaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Und heute habe ich einen sehr spannenden Mann dabei, weil es geht heute mal um die Ernährung, weil wir Männer müssen wirklich auch schauen, dass wir die Ernährung in den Griff bekommen. Und da habe ich für mich einen richtig coolen Experten gefunden, und zwar den Sascha Röhler, ein Paleo-Experte. Und ich sage dann auch ein bisschen so, sehr gut für den Neandertaler-Talk, weil es ja auch wirklich in den Namen hineinpasst. Und Sascha hat auch einen eigenen Podcast. Er kommt danach nochmals dazu, wird ihn auch entsprechend ankündigen. Und er hat auch, das ist sein zweiter und er hat ein erster, bei dem er sein Logo auch mit einem Höhlenmenschen ein bisschen unterstreicht. Richtig cool. Vielleicht wird man bei mir jetzt das ein oder andere hören, weil ich habe ja eine Großbaustelle bei mir nebenan und heute haben wir mal ein bisschen Lastwagenzeit. Aber ich habe mal das ruhigste Örtchen mal gesucht und ich sage einfach mal so hier, herzlich willkommen Sascha, wie geht es dir? Perfekt, es könnte mir nicht besser gehen, aus Sicht eines Höhlenmenschen. Ja, ich sage immer bis auch aus Sicht der Höhlenmenschen, wenn man auch den Neandertaler so ein bisschen nimmt, die waren wesentlich intelligenter, als man angenommen hat. Man hat ja auch festgestellt, der Neandertaler hat ein wesentliches höheres Hirnvolumen gehabt, als wir das heute haben. Das ist zwar 2018 erst richtig festgestellt worden. Ja. Er hat es halt nicht so benutzt, ja. Er hätte es besser benutzen können. Ja, das Problem war, irgendwie hat es irgendwas, ging dann durch die Welt, was er dann relativ rasch ausgestorben ist. Durch seine Jagdinstinkt und Jagdfähigkeiten waren wesentlich höher, weil diese entsprechenden Hirnregionen viel größer waren als der Homo sapiens, wenn man dem so sagen möchte. Und er hat immer noch hier auf diesem Kontinent über 200.000 Jahre überlebt. Da dürfen wir noch ein bisschen was tun. Genau, parallel mit uns, mit dem Homo sapiens, der schon 600.000 Jahre mittlerweile existiert. Jetzt können wir uns ungefähr ausrechnen, wann der Neandertaler wahrscheinlich ausgestorben ist. Genau, genau. Das ist eben das Spannende am Ganzen, wenn man auch immer wieder sieht, also du hast jetzt gerade gezeigt, weshalb die Ernährung auch so wichtig ist, beziehungsweise wenn man hört, dass der Homo sapiens oder auch der Neandertaler, die sind sehr alte, jahrhundertalte Menschen und wir probieren innerhalb von kürzester Zeit eine sehr lustige Ernährung zu machen, habe ich auch als gelernt. Ich habe Koch selbst auch gelernt und da auch gelernt, dass man da auch auf das, auf den, wie sagt man, Getreide einen großen Wert haben soll, aber auch nicht so viel. Aber wenn man das ist vor über 20 Jahren her, jetzt hat man da wesentlich mehr Wissen. Und bevor ich jetzt ja weiter quassle, stell dich einfach mal vor, Sascha, damit man einfach weiß, wer du bist und wie du zu diesem Thema gekommen bist. Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, das ist mein erster Schweizer Podcast. Auch wenn ich schon oft in der Schweiz war, vorzugsweise in dem westlichen Teil, dem mittleren Teil. Basel ist, glaube ich, eher in der Mitte, St. Gallen, ja, so diese Region. Nein, wir sind eigentlich so in der Mitte. Also wenn man ein Kreuz macht, dann kann man so quasi Tessin gerade nach oben ziehen und dann kommt man nach Basel. Wir sind quasi eines der nördlichsten Kantone. Ah, okay, perfekt. Aber ansonsten war es das eigentlich auch schon. Ich weiß, dass ihr die beste Schokolade der Welt macht. Ich schleim jetzt einfach mal ein bisschen vor mich hin. Ansonsten bin ich zum ersten Mal wirklich in einer Show. Mir war das auch gar nicht so bewusst, bis wir gesprochen haben. Mensch, das ist ja ein Schweizer. An deinem Namen kann man das jetzt auch nicht unbedingt erkennen. Also es ist mir eine Ehre. Es freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Vor allen Dingen zu einem Thema, was ich erstmal sehr spannend finde, weil ich ein großer Fan der Steinzeit bin. Genau genommen des sogenannten Paläolithikums. Das ist die Zeit zwischen 2,5 Millionen Jahren und heute. Jetzt könnte man sagen, heute müssen wir noch genauer definieren. Das ist ungefähr vor, ich würde sagen, 10.000, 11.000 Jahren. Da streiten sich die Geister darüber. Ist das mal zu Ende gegangen? Und das war ziemlich genau der Tag, an dem die Menschheit beschlossen hat, sesshaft zu werden und nicht mehr den Herden hinterherzuziehen. Mhm. Und
das hat so einige Probleme mit sich gebracht. Aber wie bin ich zu dem Thema gekommen? Das lässt sich relativ lang oder auch sehr kurz sagen. Ich habe 2004 meinen ersten Job angetreten, damals als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, im technischen Vertrieb. Ganz klassisch, Mama hat gesagt, was gut ist, womit man Geld verdient. Oma hat es nochmal bekräftigt. Mein Vater hat mich angeguckt und hat gesagt, was fragst du mich? Ich bin LKW-Fahrer. Keine Ahnung, wo man Geld verdient. Und dann bin ich einfach mal Kaufmann geworden. Und da ich jetzt nicht bei der Versicherung arbeiten wollte, so wie meine Oma das gerne gehabt hätte, habe ich beschlossen, ich studiere BWL. Und dann öffnen sich theoretisch erstmal viele Türen. Und dann kann ich immer noch mal gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Mhm. Und dann habe ich während des Studiums schon schnell gemerkt, Technik, das ist es. Und habe dann nach meinem Studium, wo ich noch erst auf der Uni, dann auf der FH war, bei uns in Deutschland gibt es ja so verschiedene Bildungskonzepte, habe ich beschlossen, okay, ich mache was mit technischem Vertrieb und da Computer, Roboter, Automatisierung, das hat mich irgendwie angefixt, habe ich gesagt, okay, guckst du mal, und so bin ich dann irgendwann mal in der Automatisierungsbranche gelandet und da habe ich auch es recht lange ausgehalten, trotz diverser höchst spaßiger Chefs, sage ich mal, und Vorgesetzter, habe ich es bis 2016 dort ausgehalten und ich habe es fertiggebracht, in der Zeit von 87 Kilo, mein damaliges Kampfgewicht, als ich noch studiert habe, es auf 116 Kilo zu schaffen und auszusehen wie 45 und das mit 35. Mhm. Und das wurde nicht besser, als meine beiden Kinder dann auf die Welt kamen, 2011 und 2012. Und dann, ja, weißt du selbst, bist auch Papa, da kommt man noch zu weniger Sachen, ja, und ja. dann habe ich meine Figur irgendwann angeschaut mal und habe gesagt, da musst du was dran ändern. 2010 habe ich dann meine Odyssee begonnen. Wer das mal genauer wissen will, kann einfach in meinen Blog reinschauen. Ich will es euch damit nicht langweilen. Habe als festgestellt, dass es ungefähr 250 verschiedene Wege gibt, wie man nicht abnimmt. Und dass es nur wenige Wege gibt, wie man abnimmt, aber dass die eigentlich immer alle relativ gleich sind. Ja. Ja. Und dass die, ja, unabhängig davon, was man da für ein Schild drüber hängt, Paleo, Vegan, Ketogen, was auch immer, das ist jedem selbst überlassen. Wichtig ist, dass man sich von Dogmen trennt. Mhm. Das war für mich so der wichtige Punkt. Vegan ist das Geilste oder Paleo ist das Einzige. Oder wer sich nicht ketogen ernährt, wird fett und doof und was man sonst noch so in Büchern liest. Mhm. Das war für mich am Anfang wirklich ein Problem, weil ich habe angefangen mit unterschiedlichsten Diätformen, von wenig Fett bis viel Fett bis Mittelfett und alles Mögliche ausprobiert. Und ich habe irgendwo festgestellt, alle verfolgen irgendein Dogma. Sie halten an irgendwelchen Dingen fest, die sie glauben, dass sie die jetzt verstanden hätten, und obwohl sie nicht verstanden haben. Und ich bin dadurch zur Paleo-Ernährung gekommen, weil die Paleo-Ernährung im Endeffekt ja zeigt, wie Menschen gut und gerne 2,5 Millionen Jahre gelebt haben und es bis heute geschafft haben. Und das ja nicht ohne Grund. Auch wenn immer gern behauptet wird, die sind wie die Fliegen gestorben. Mhm. Du wirst mir zustimmen, die sind ja nicht gestorben, weil sie Gluten gegessen haben. Die sind gestorben, weil sie vom Säbelzahntiger erledigt wurden, weil sie sich ein Bein gebrochen haben, weil es keine Antibiotika gab, weil es keine Medikamente gab, weil es kalt war, saukalt in Europa teilweise, weil sie erfroren sind und dadurch auch vielleicht genetisch die Lebenserwartung einfach anders programmiert war. Da warst du vielleicht im Thema Neandertaler. Also beim Homo sapiens, der hätte auch vor 200.000 Jahren schon 90 werden können, wenn er eine Heizung gehabt hätte, ein Dach über dem Kopf gehabt hätte und hätte sauberes Wasser trinken können. Ja? Mhm. Und heute wird immer gern behauptet, man macht sich die Welt leicht, es sei ganz anders gewesen, die Menschen sind auch vom Essen gestorben, die hatten auch Krebs. Die Wissenschaft weiß es besser, die Menschen sind gestorben an alltäglichen Dingen, die uns heute zum Glück nicht mehr dahin raffen. Mhm. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, festzustellen, was vor 2 Millionen Jahren funktioniert hat, das muss doch in irgendeiner jetzt modern abgewandelten Form auch heute noch klappen. Ne? Mhm. Und so, ja, bin ich eigentlich dazugekommen. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, wie kommt jetzt ein BWLer zum Thema Ernährung? Wie schon gesagt, mein eigenes Schicksal, meine eigene Figur, meine eigenen Probleme haben mich dazu getrieben, einfach irgendwas in diese Richtung zu unternehmen. Ja. Und bin dann irgendwann bei der Paleo-Ernährung gelandet und habe dann mit irgendwann mal, das weiß ich noch heute ganz genau, oben gesessen bei uns im Haus am Tisch mit meiner Urgroßtante. Ah, ich muss überlegen, Urgroßtante, ja, in der Tat. Also die Großtante von meiner Mutter. Und die hatte Arthritis in den Fingergelenken und in den Füßen und hat mich gefragt, ob ich irgendeine Idee hätte. Und da habe ich ihr ein paar Tipps gegeben und wir haben eine Stunde gequatscht. Irgendwann sagte sie, Mensch, du kennst dich so gut aus mit Ernährung. Machst du das eigentlich mittlerweile beruflich? Also das war jetzt kein Witz. Sie hat wirklich nicht gewusst, was ich eigentlich mache. Ja. Habe ich gesagt, du, das ist eine gute Frage, warum ich das eigentlich nicht beruflich mache. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, 2016 mich von meinem letzten
Chef zu trennen, mit dem Gedanken, einfach nicht mehr abhängig zu sein von der Laune irgendeines Managers, der meint, er müsste irgendwelche Zahlen auf irgendwelche Zettel erfüllen. Mhm. Und so bin ich dann einfach mal so in die Selbstständigkeit reingestolpert. Ich hatte zwar den Vorteil, dass ich entschädigt wurde, weil ich ein Wettbewerbsverbot unterzeichnet hatte. Nur das reicht nicht, um ein Haus zu finanzieren, eine Familie zu ernähren. Also war es schon so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Und mhm. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht, erster zum Ernährungsberater. Wir nennen das hier in Deutschland Food Coach. Das umfasst halt ein bisschen mehr als nur Ernährung, sondern auch orthomolekulare Dinge wie Nahrungsergänzungsmittel etc. Und das habe ich dann weiter ausgebaut. Ich habe dann den Paleo Coach, das war für mich irgendwie logisch, hinten dran gehangen. Habe letztes Jahr noch einen Fachberater für Ernährungsmedizin gemacht, weil ich mich mittlerweile sehr stark mit Stoffwechselerkrankungen beschäftige. Mhm. Und bin so eigentlich ganz tief da reingerutscht und entstand klar 2017 fest, du musst da was machen. Ich hatte schon ein Podcast-Projekt auf die Beine gestellt, das war damals, es gibt es auch heute noch, heißt Mein Podcast. Das ist eigentlich eine Seite, wo ich den Leuten erklären wollte, wie man einen Podcast macht. Nur hat mich das genervt, immer wieder die gleichen Fragen zu hören. Ja, irgendwie war ich da nicht sensibel genug, von wegen, ja, bei mir rauscht's in der Aufnahme, was soll ich machen? Mhm. Da ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht doch nicht dein Ding. Vielleicht machst du doch was anderes. Und dann, wie schon gesagt, nach dem Gespräch mit meiner Tante fiel mir das so wie die Schuppen von den Augen. Mhm. Ich sagte, ja, Ernährung, das musst du machen. Paleo gab es zu der Zeit eigentlich nur die Evolution Radio Show von meiner netten Kollegin aus Österreich, Julia Tulipan. Und das war sonst, und die hochwissenschaftlich, weil die hat unglaublich viel Wissen aus dem Bereich ketogene Ernährung, LCHF etc. Und das war mir dann doch zu wissenschaftlich. Ich wollte es ein bisschen lockerer machen. Ich wollte auch ein bisschen provokativer rüberkommen, ein bisschen frecher, ein bisschen mal auf die Pauke hauen und sagen, so, weißt du eigentlich, dass das Unsinn ist, was da erzählt wird? Und das habe ich dann gestartet. Und um das die Motivation zu kriegen, das wissen wir ja beide, brauchte ich irgendeinen Kick-Ass. Ja? Und der Kick-Ass kam in dem Fall vom Tom Kaulis, dem ich dafür immer noch dankbar bin, weil hätte er nicht gesagt, mach einfach mal, tu einfach mal was und dann kannst du immer noch sagen, ist scheiße, ja? Dann wäre ich da auch nie hingegangen. Ja? Und seitdem bin ich eigentlich gefangen in diesem Podcast-Business und baue das halt auch kontinuierlich auf. Ich habe zwar noch eine Handelsvertretung nebenbei, weil du wirst ja selbst wissen aus eigener Erfahrung, reich wird man als Podcaster nicht unbedingt sofort. Ja, mag sein, dass es irgendwann passiert, aber wenn man natürlich gewisse Verpflichtungen hat, ist immer gut, wenn man noch so ein Ding hat, was ein bisschen stabiler läuft. Und da ich aus dem Vertrieb kam, habe ich gesagt, okay, machst du Vertrieb aber selbstständig, um die Grundlage zu haben und baust da drauf auf. Und irgendwann schmeißt du vielleicht den Vertrieb weg und sagst, jetzt machst du nur noch 100% das Thema Ernährung. So bin ich eigentlich da hingekommen und da stehe ich ja heute noch. Ja, super. Sehr tolle Information. Also das heißt, du bist wirklich richtig, richtig schön hineingestolpert sozusagen. Jetzt aber, wenn man natürlich da so hineinstolpert, was ist denn eigentlich das wirklich, sag jetzt mal, das Erfolgskonzept, nein, nicht Erfolgserfahrung, bei dem genau gemerkt hast, also das, was ich jetzt da alles lerne, das heißt wirklich Hand und Fuß, besonders in der Paleo oder einfach es geht ja darum, um den gesunden Mix zu finden insgesamt, wo du gemerkt hast, quasi, das ist eigentlich der Schlüssel, den ich so gefunden habe. Was war so ein bisschen das, was du bemerkt hast an dir selbst, beziehungsweise vielleicht auch an Freunden von dir, die du entsprechend unterstützen durftest? Mhm. Du meinst jetzt in Bezug auf mein Business oder bezogen auf das Thema Paleo-Ernährung? Hauptsächlich Paleo-Ernährung. Grundsätzlich geht es ja bei unserem Podcast heute hauptsächlich um die Ernährung, weil wir Männer dürfen da ein bisschen wesentlich bewusster werden. Okay. Ja, was habe ich festgestellt? Die meisten Leute beschäftigen sich erstmal gar nicht damit. Die haben keine Ahnung, was essen sie da eigentlich, und je jünger sie sind, desto eher interessiert es sie nicht, weil sie sagen, oh, mein Körper ist unlimited power, ich esse alles und guck mal, wie toll ich aussehe. Und die Frauen merken das relativ schnell, die merken dann mit 20, da haben die den ersten Hormonwandel, den sie dann durchlaufen, weil dann die biologische Uhr so langsam sagt, jetzt ist optimal, Kinder zu kriegen, 20 bis 30, ab 30 gilt man in Deutschland schon als spätgebärend. Und da ändern sich schon die Hormone, dann kriegen die Frauen dann schon mal Reiterhosen oder Zellulite. Und dann denken die schon mal, so alles kann ich mir auch nicht mehr erlauben. Wo kommen jetzt die Dellen daher und so weiter? Mhm. Bei den Männern ist das meistens so, immer noch unlimited power, immer noch alles, ich bin der Beste. Die gehen in die Muckibude und dann irgendwann kommt der ein oder andere mit so einer, wie die Amerikaner sagen, Man-Boobs. Ja? Die kommen dann an und sagen, was ist da los? Und dann stellen die schon mal fest, irgendwas in der Ernährung funktioniert vielleicht nicht. Das pumpen die aber dann noch weg.
Und spätestens, wenn die 35 sind und einfach ein bisschen relaxter und chillter sind, die jagen auch jetzt nicht mehr ständig nach der nächsten Schürze, sondern sagen sich, okay, ich bin vielleicht verheiratet, bin jetzt glücklich, dann kommt die Couch, die kennen wir alle, dann kommt der Stress im Beruf und das Relaxing und dann auf einmal kommen dann die Bäuchlein. Das war der erste Teil von 3 Teilen vom Interview auf www.neandertaler-talk.com. Findest du noch weitere Informationen? Ich freue mich, wenn du auch noch deinen Kanal abonnierst, um rechtzeitig informiert zu sein, sollte die neue Folge wieder online sein. Bis bald!